Ein Hallo und herzlich willkommen zurück zu Splinter Cell Blacklist, meine lieben Freunde. Weiter geht's. So, SMI benutzen gleich mal sofort hier. Zack. Und verlassene Mühle. Los geht's. Die Zielperson, Reza Nuri, ist ein bekannter Waffenschieber und Vermittler von Söldnern. Er beliefert alle, die sich seine Waren leisten können. Wir haben seine Dienste früher auch in Anspruch genommen, um gewisse Organisationen mit Material zu unterstützen. Nuri hat sich immer politische Neutralität bewahrt und war darauf bedacht, mit allen handeln zu können. Die Überwachung seiner Voice-over-IP-Adresse hat gezeigt, dass er seit 2 Jahren Geschäfte mit den Engineers macht. Diverse Zahlungseingänge auf seinen Auslandskonten bestätigen dies ebenfalls. Eindeutig Engineer-Aktivitäten. Wir glauben, dass Nuri nicht mehr vertrauenswürdig und jetzt ein Mitglied der Engineers ist. Er wird ohne Vorwarnung erschossen. Das Update von Vikost, das du wolltest. Danke. Wir müssen nicht so einen Aufstand machen, um Sadiq zu finden, wenn du mir erlauben würdest, das MI5 zu hacken. Das gäbe einen internationalen Zwischenfall und du verrottest im Belmarsch-Gefängnis. Wenn man mich erwischt. Was ist jetzt schon wieder? Wir verfolgen die Ausweisnummern, die du von Nuri bekommen hast. Netzwerkanalysen, Reisebewegungen, Finanztransaktionen. Todlangweiliges Zeug. Sagt mir einfach, was ihr habt. Gar nichts. Womit bewiesen wäre, dass ich wertvolle Arbeitszeit mit Datengewinnungsroutinen vergeude? Ach du Scheiße. Die Engineers sind in London. Vergeudung, ja? Gute Arbeit, Grimm. Wir haben alle eine Verbindung zu Sadiq. Und untereinander. Das ist eine Schläferzelle. War eine. Sie wurde aktiviert. Was machen wir jetzt? Uns bleibt nur eine Möglichkeit. Wir hacken MI5, mal sehen, was sie wissen. Vergiss es, Charlie. Können wir nicht riskieren, er gehörte zum britischen Geheimdienst. Wer weiß, vielleicht hat er da Freunde. Wir würden sie alarmieren und die wären im Nu verschwunden. Die verstecken sich wohl in der verlassenen Mühle. Ist direkt am Wasser. Mehrere Positionen für Scharfschützen. Ich erstelle einen Plan. Charlie, du wirst ihr helfen. Briggs. Bei der Arbeit. Wir haben eine Mission. Ich will dich dabei haben. Auf dem Weg. Enge Gänge in einem abgewrackten Gebäude erfordern Aufklärung. Nimm den Trikopter mit, dann ersparst du dir ein paar Hinterhalte. Interessant. Ausrüstung auf jeden Fall ändern wir natürlich mal ganz kurz mal die Farbe von unserem Anzug hier. Ah, da ist es ja lichter. Und zwar nehmen wir uns heute mal die Farbe Bernstein. Ja, ja, nehmen wir. So ein Orange irgendwie. Ja. Oder Gold. Hatten wir Bernstein schon? Nee, ne? Nee, Bernstein. Bernstein passt schon, passt schon. So, das war's auch schon. Ich würde sagen, ja. Zurück und beenden und Mission starten. Los jetzt hier. Verlassene Mühle, London. Erbiet die wilde Fahrt. Bin mal gespannt, wie wir da jetzt durchkommen, so. Und was uns da alles so Schönes erwartet. Mal gucken. Natürlich mal wieder richtig Stealth. Vorgehen oder alles Mögliche, ne? Wie immer. Guter Schuss, Briggs. Speicher auf. Bestätigt. Geh zur Position Bravo. So, dann mal los. Da vorne sehe ich auch schon gleich ein. Und da ist ein Hund. Ah, das ist sogar ein Sniper. Auch toll. Freut mich ja sehr. Nähere mich der Mühle. Die Personen, die Nuris gestohlene Pässe benutzt haben, sind da drin. Okay, der Hund verzieht sich so langsam. Das finde ich natürlich sehr nice. Sam, am Boden ist eine Menge los. Du solltest es über das Dach versuchen. Verstanden. Wir warten mal ganz kurz. Vielleicht geht der Hund ja noch ein bisschen weiter nach vorne. Der Sniper verzieht sich jetzt. Das ist sehr nice. Oh Mann.
Sieht mich der Sniper von hier aus? Nicht wirklich. Der sieht mich immer noch nicht. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Los, und jetzt schnell hier verstecken. Oh, Alter. Und jetzt komm du bitte her. Ja, komm, komm, komm. Hier gibt's Fressen. Oh ja, da kommst du, ne? Da kommst du. Du alte Sau. Ruhe. Ja. Ah, den können wir auch sogar aufheben. Wusste ich gar nicht. So, dann leg dich mal bitte hier weiter schlafen. Gute Nacht. Ist da wirklich jetzt nur noch der Sniper oder wie schaut es eigentlich aus hier? Es sieht jedenfalls so aus, dass da vorne nur noch der Sniper auf mich wartet. Oder? Ja. Ja, irgendwie schon. Naja, dann versuchen wir mal uns den Sniper jetzt zu angeln. Kann er sich mal ein bisschen wieder bewegen irgendwie? Nice. Beweg dich mal. Danke. So, den holen wir uns jetzt, den Kollegen. Die alte Sau! Kann ich vielleicht auch ein bisschen nach rechts klettern und dann mir den so angeln? Ja, es klappt. Sehr nice. Ist hier denn noch irgendwie was oder ist hier überhaupt gar keiner mehr? Schaut jedenfalls ganz schön sicher hier aus. Und hier weiter hochklettern? Ja, so schaut's aus. Und nicht anders. Und weiter geht's dann hier. Ja, mal ein bisschen Assassin's Creed-Style scheinbar. Oh ja. Rem, bin an der Fabrikmauer. Briggs, kannst du mich sehen? Und ab. Habe Position Bravo erreicht. Da kommt ein LKW raus. Anscheinend transportieren die irgendwas. Verstanden. Sam, 12 Uhr. Alles okay? Guter Schuss. Danke. Das war knapp. Sehr knapp sogar. Nice, nice. Bin auf dem Dach. Ich sehe mir gerade alte Blaupausen an. Das war mal eine Getreidemühle. Im Nordflügel ist ein Lastenaufzug. So, dann schnappen wir uns gleich mal natürlich den Sniper da. So, dann komm mal her. Hallo? Geht nicht? Geht immer noch nicht. Schade. Naja, dann versuchen wir das eben jetzt von hier aus. Nee, das wird nichts, ne. Ich kletter auf jeden Fall lieber mal nicht nach oben, denn dann sieht er mich noch. Ich warte erstmal, bis er sich bewegt, aber irgendwie steht er wirklich auf einer Stelle wie so ein Stein. Hey, hey du Stein, beweg dich mal. Beweg dich mal ein bisschen. Da vorne ist scheinbar auch noch irgendwie so ein Sniper. Ah, der bewegt sich jetzt. Das finde ich natürlich sehr, sehr nice. Warte mal kurz. Hier. So. Da vorne ist auch noch ein Sniper. Da ist ein Kollege. Kann der sich auch mal ein bisschen bewegen? Ist da unten eigentlich auch irgendwie etwas? Ein Gegner? Ja, da kommt gerade einer. Vielleicht könnte ich ja den gleich mal ausknocken. Hä? Was ist denn das für ein scheiß Laufweg? Ich dachte, der geht einmal hier rum. Aber irgendwie ist dem hier leider nicht so. Ja, super. Ich frage mich, ob das so gewollt war vom Spiel. Wegen, es sah aus, als ob er wirklich jetzt da weitergeht und dann auf einmal bleibt er da hängen. Und ja, habt ihr ja gesehen jetzt gerade. Okay, ich warte mal lieber hier am besten. Vielleicht kommt der Kollege auch gleich wieder zurück, wer weiß. Wäre natürlich sehr, sehr geil. Oh ja, da ist er schon. Na komm, 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 komm. Komm, du geile Sau. Komm, du geile Sau. Komm schon her. Und zack. Jawohl. Sehr schön. Dann schlafen wir bitte hier. So. Da ist aber noch irgendwie einer. Oder hat er gerade alleine mit sich selbst irgendwie gequatscht? Der Sniper hätte mich fast gesehen. Wäre nicht so geil gewesen. Beweg dich mal bitte wieder ein bisschen.
Kann man da vielleicht auch hoch? Ich glaube, da ist es ein bisschen sicherer. Ich warte mal noch mal ganz kurz, bis der Sniper sich mal wieder ein bisschen bewegt. Oder ich versuche jetzt einfach mal dahin jetzt zu kommen. Komm schon. Jawohl. Kann man da nach oben? Ja, bestimmt, ne? Jo, kann man. So. Hier ist ja eh nichts. Der Sniper guckt jetzt auch gerade nicht mehr. Von daher können wir uns schön fortbewegen. Juhu. Was kann man noch? Weiter nach oben? Ja, cool. Bringt es mir was? Nö, nicht so wirklich. Naja. So. Wie schaut es denn hier aus? Keiner da. Sehr nice. Uiuiui, das war knapp. Der Typ hätte uns fast hier sehen. Wäre natürlich nicht so geil gewesen. Sind da jetzt wirklich nur noch die zwei? Schaut jedenfalls so aus. Okay. Wir warten mal ganz kurz, bis der sich mal wieder ein bisschen bewegt, dieser Stein da. Komm, beweg dich. Komm, los. Hey, hey. Da können wir uns nicht einfach hier so weiter bewegen, ja. Geht eigentlich auch. So. Was macht der Sniper jetzt? Snipert er von da aus? Da ist auch noch so ein Kollege. Ah. Kommt der Kollege jetzt zu uns? Wäre natürlich so gesehen sehr, sehr geil. Ja, er kommt. Komm her, du Sau! Jawohl. Na komm, 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 mach hinne, mach hinne, mach hinne. Nice. Oh, da ist ja einer. Oh Mann, das war knapp. Ich versuche mal gleich sofort auch mir den Typen zu schnappen. Ne, das wollte ich erst eigentlich nicht. Ich wollte das hier und dass du nochmal nach unten hier gehst. Jawohl. Aber jetzt habe ich mir irgendwie so ein Sniper-Gewehr geangelt. Ist hier eigentlich noch jemand? Huiu, da ist jemand! Aber ich glaube, der kommt nicht zu uns. Von daher können wir schnell mal wieder die Waffe wechseln. So. Versuchen uns den Typen zu schnappen. Der andere Typ ist scheinbar da irgendwie unten oder so. Warten wir ganz kurz. Dass er sich gleich wieder umdreht. Was? Self ausgewählt? Nee, wollte ich gar nicht. Ich will meine Pistole wieder. Danke. So. Schnappen wir uns jetzt den einfach. Puh. Na du? Scheiße gelaufen, wa? So, wo ist jetzt der andere? Der ist da. Okay, da ist eine Leiter. Kommen wir vielleicht auch da irgendwie anders nach unten? Ginge das vielleicht? Kann man vielleicht von hier aus? Ne. Da ist auch noch eine Leiter scheinbar, oder? Ist das eine Leiter? Na, schaut gut aus. Und da ist ein Fenster. Na. Ist doch optimal. Ich glaube, hier ist es auch ein bisschen sicherer. Komm, den schnappen wir uns jetzt einfach hier. So. Jawohl. Kein Problem. Die haben eh nichts drauf. Diese ganzen Pussys. Alles sauber? Schaut so aus. Gut, gut. Was geht hier ab? Gar nichts. Tote Hose. Auch gut. Okay. Und hier nach unten, ne? Ja, soll er runterrutschen hier. Okay. Das sind nicht nur Schläger. Geht es etwas genauer? Diese Leute sind Spezialisten. Chemiker, Scharfschützen, Techniker. Klingt nach einer All-Star-Mannschaft. Dazu noch Profifahrer. Wir haben den LKW verfolgt, seit er die Mühle verlassen hat. Jeder Tunnel der Stadt wurde angefahren. Es gab mehrere Fahrzeugwechsel. Er ist weg. Vielleicht brauchen Sie die Ladung für einen Angriff. Verstehe. Okay, hier ist überhaupt gar nichts. Ich dachte, hier wären ein paar Gegner, aber nö. Aber hier bestimmt. Hier können wir einen Stoff zerschneiden. Ist da vorne gleich einer? Ne. Aber auf dem Radar wird es mir angezeigt. Oder ist der vielleicht unter uns? Ich hoffe mal nicht, dass er jetzt direkt vor uns ist. Ne. Da ist gar nichts. Ah, da können wir auch noch durch. Was? What the hell are you watching? Some guy from South America.
Ich geh mal lieber hier lang. Wir können scheinbar auch noch hier nach unten. Das werden wir uns natürlich merken. Ist hier oben eigentlich überhaupt jemand? Ich glaube, die befinden sich alle unter uns irgendwie. Kann das sein? Da sind zwei. Was ist hier los? Okay. Das sind schon mal zwei. Boah, Alter, wie viele Gegner sind denn da? 1, 2, 3, 4, 5. Boah, Alter, leg mir da. Und hier kommt echt keiner nach oben. Oder kommt der jetzt nach oben? Moment, da habe ich einen Plan. Da habe ich einen Plan. Wenn der jetzt nach oben kommt, dann warten wir kurz. Und ich glaube, der kommt wirklich nach oben. Komm, bitte, 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 bitte. Ja, perfekt. So, wir warten ganz kurz. Ganz kurz noch. Und jetzt versuchen wir uns den zu schnappen. So. Puh. So, dich nehme ich mal wieder hoch. Und versteck dich mal lieber am besten irgendwo. Aus dem Fenster mit dir, Kollege. Tschüss. Grüß schön. So. Ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall nicht da nach unten. Und das wäre natürlich nicht so geil. Von daher klettern wir lieber hier nach unten und schauen uns das lieber mal von hier aus an. Da steht einer. Okay. Sicht gestört. Mhm. Interessant. Achso. Okay, okay, okay. Wie schaut's denn hier aus? Machen wir mal hier rein. Okay, da ist jemand. Aha. Interessant. Was macht der jetzt? Kann man hier noch weiter irgendwie? Nee. Am besten wäre es ja, wenn hier irgendwie ein Typ herkommt ans Fenster. Aber, naja. Da ist keiner mehr. Ich glaube, am besten schnappe ich mir erstmal hier den Typen. Versuchen wir es jetzt einfach. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich weiß total irre, was ich jetzt gerade mache. Komm, beeil dich, Sam! Sam, 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 Sam. Huhu. Alter. Okay. Ich kümmere mich schon wieder um diesen Typen schnell mal. Und aus dem Fenster mit dir, jetzt aber. Und raus hier.